Die Euphorie um den Alternativenergieausbau war in der Ampelregierung groß. Doch nun zeigt sich, das Kernproblem bei der Abkehr von fossilen Energieträgern und Kernkraft ist nicht gelöst. Das Risiko der Dunkelflaute. Das windstille Nebelwetter der letzten Tage hat die Ökostromproduktion hierzulande praktisch zum Erliegen gebracht. Als Ersatz für Wind und Sonne müssen nun fossile Kraftwerke und Importe aus dem Ausland herhalten. Und die Preise explodieren. Laura Fleischmann über düstere Aussichten. Mehr als 1600 Windräder in Ost- und Nordsee stehen still. Ökostromproduktion gleich null. Auch bei Photovoltaik sieht es düster aus, zu wenig Sonne. Damit Verbraucher trotzdem nicht im Dunkeln sitzen müssen, setzen die Versorger auf altbewährtes, fossile Brennstoffe und Importe. Das Hauptproblem ist, dass wir zu wenig Stromspeichermöglichkeiten haben und eben auch die Modernisierung der Stromnetze viel zu spät in Angriff genommen worden sind und dementsprechend wir bei der Modernisierung, auch der Digitalisierung der Stromnetze völlig hinterherhinken. An der Strombörse müssen die Versorger für Importe tief in die Tasche greifen und dadurch auch die Abnehmer. Vergangene Woche kostete die Megawattstunde sage und schreibe bis zu 820 Euro. Normal sind 40. Auch der Staat wird zur Kasse gebeten, weil der Ökostrom zu wenig Geld abwirft, muss immer wieder Steuergeld in die Industrie gepumpt werden. Erneuerbare Energiengesetz sei Dank. Dieses Jahr werden es wohl mehr als 20 Milliarden Euro. Im Haushalt eingeplant waren lediglich 10. Statt sich von Wind und Wetter abhängig zu machen, will die Union einen neuen, aber quasi alten Weg einschlagen. So steht es zumindest in der neuen Energieagenda. Wir befürworten die Forschung und Entwicklung von Kernkraftwerken der vierten und fünften Generation sowie Small Modular Reactors und beteiligen uns hierzu an europäischen Partnerschaften und internationalen Initiativen. Offen für erneuerbare Energien sei die Union dennoch. Trotz allem hält die Bundesregierung an ihrem Weg fest, weg von Kernenergie und fossilen Brennstoffen zu gehen. Sie will noch mehr Windkraft und Photovoltaik. Eine Rechnung, die zurzeit nicht wirklich aufzugehen scheint.